Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hidden on the Trail of the Agents, der dritten heutigen Folge. Vorher kam der Mittelerde Fight Club und Let's Play Alone in the Dark. Und später kommt noch Let's Play Mount & Blade und natürlich Let's Play Star Wars Republic Commando. Ja, bevor wir anfangen, ihr seht Schwarzbild, weil ich möchte natürlich kurz erklären, warum mache ich jetzt Hidden weiter und pausiere Third Age. Nun, bei der letzten Third Age Total War Folge gab es ja ein paar Kommentare vom Rimnir, unter anderem, dass die KI ziemlich dumm zu sein scheint bei der Mod und halt es nicht unbedingt Spaß macht mit den eigenen Schlachten oder beziehungsweise etwas langweilig ist, es nicht sein kann, dass da so viele Verluste kommen. Ich habe dazu dann geschrieben, unter anderem, ob das dann nicht zu langweilig wäre, wenn ich nur Autoschlachten mache und halt, dass ich drüber nachdenke. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich persönlich finde es ein bisschen zu langweilig, wenn man nur Autoschlachten hat. Das heißt nicht, dass ich es abbrechen will, aber fürs Erste möchte ich ein Spiel weiterspielen, in dem Fall Hidden, was ich... zumindest ich persönlich immer spannend fand und laut dem, was ich mich aus den Kommentaren entsinne, es auch nicht so schlecht ankam. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, dass Third Age Total War ein paar Mal Copyright-Probleme hatte. Das habt ihr nicht mitbekommen, zumindest nicht in Deutschland, aber teilweise wegen der Musik wurden die Videos gesperrt. Das ist ein zweiter Grund, warum ich fürs Erste etwas anderes machen möchte. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, zumindest halbwegs. Und seid da nicht zu sauer oder genervt. Also wir werden Third Age Total War fortführen, aber nicht sofort. So, jetzt gehe ich hier erstmal auf den Desktop und starte dann Hidden. Beim letzten Mal haben wir keine sehr lange Folge gehabt. Wir haben die Pension abgeschlossen, also den ersten Abschnitt so gesehen. Und wollten dann in den zweiten Abschnitt gehen, in die patagonischen Wälder zu dem... Basiscamp zu dem Lager von unserem Onkel Eneko und den anderen. Und da ist dann immer das Spiel gecrashed. Da gab es dann immer irgendwie Spielprobleme. Und deswegen musste ich das Projekt pausieren. Ich habe ein bisschen im Internet gesucht, ob es eine Lösung gibt. Ich habe mehrere Lösungen gefunden, habe mehrere ausprobiert und mehrere haben nicht geklappt. Aber letztendlich, ich habe es auch getestet, es funktioniert. Eine Lösung hat geklappt. Die werde ich dazu die Website in die Videobeschreibung einen Link stellen. Im Grunde muss man nur den Savegame-Ordner mit einem anderen ersetzen. Und deswegen ist hier jetzt ein Savegame. Das Savegame führt uns direkt in die patagonischen Wälder. Und ja, wir haben halt... Also das Video sieht man da drin nicht mehr, das habe ich schon gesehen. Aber das Video haben wir beim letzten Mal ja geguckt, also kein Problem. Ich lade es jetzt mal. Ihr werdet gleich sehen, dass wir auch nicht mehr so viel Ausrüstung haben wie vorher. Ich hoffe, wir brauchten sonst nichts mehr. Außer das, was wir jetzt hier haben, weil das ist nicht mehr viel. Das seht ihr gleich. Also hier sind wir im Stall. Hier ist unser Pferd, mit dem wir ankamen. Und wo ich es getestet habe, hat er gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, warum er das jetzt nicht mehr sagt. Also wenn wir hier in die Ziele gehen, hier ist kein Ziel. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder halt weil ich die Safe Game ersetzen musste. Das ist ein bisschen blöd. Und ja, hier im Inventar haben wir noch zwei Sachen. Den Stein mit Symbolen und das benutzte Pauspapier. Keine Ahnung, ich hoffe, man hat die anderen Sachen nicht mehr gebraucht, weil sonst geht's nicht. Sonst kann man den zweiten Abschnitt nicht spielen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier in der patagonischen Welt und wir müssen jetzt hier rausfinden, was los ist. Es ist sehr dunkel übrigens. Hier ist, wie gesagt, unser Pferd, mit dem wir ankamen. So, wir könnten... Ich muss mich hier jetzt erstmal einfühlen. Wir könnten hier lang gehen. Und sonst scheinbar nichts. Halt, da können wir auch was nehmen. Okay, ich glaube, sonst können wir hier nicht viel machen. Was ist denn hier hinten?
Eine neue Sache im Inventar auf jeden Fall. Hülse. Oh oh, scheinbar kürzlich abgefeuert. Das ist eine Patrone. Das ist nicht gut. Das bedeutet nämlich, hier wurde vor kurzem eine Waffe abgefeuert. Und wir haben ja schon einige lustige Missionen jetzt gehabt, gerade mit dem Schrein. Hier bin ich jetzt schon wieder gar nicht mehr so gerne. Okay, ich glaube, sonst können wir nur davor gehen. Wollen wir mal ins Ungewisse. Neues Ziel. Ich muss zum Expeditionsteam im Basiscamp in den patagonischen Wäldern gelangen. Ja, wie gesagt, da sind wir jetzt. So, hier hinten ist der Stall. Hier kann man zurückgehen, aber es bringt ja nichts. Da vorne scheint eine Art Hütte zu sein. Und sonst ist hier nichts. Ich gucke jetzt hier mal auf den Boden, weil jetzt haben wir schon eine Patrone gefunden. Who knows, ob das die einzige war. Okay, wir gehen mal weiter vor. Bisher ist es hier relativ ruhig. Da sind wir in der Laterne. Da könnten wir lang gehen. Da könnten wir zurückgehen. Hier könnten wir reinschauen. Ein Haus. It's too quiet. Es ist zu still. Ja, da sagst du was, lieber Thomas. Wie gesagt, beim letzten Mal hat er gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Keine Ahnung, warum er das jetzt beim Laden nicht mehr gesagt hat. Also hier vorne könnten wir zum Licht gehen, aber ich gehe erstmal zum Haus. Kommen wir mal rein. Es ist wirklich dunkel, ich kann nichts sehen. Okay. Wir haben ja nichts im Inventar, was irgendwie Licht machen könnte. Was ist mit der Tür? Aber wahrscheinlich geht da auch nichts, ne? Verschlossen. Okay. Dann können wir, glaube ich, nur hier in die Richtung. Wir könnten die Laterne vielleicht nehmen hier. Ah, da können wir weitergehen. Wo ist denn die Laterne gerade hin? Die Musik ist ganz interessant hier. Ah, hier sieht man mal wieder total viel. Ja, ich glaube, es geht nur gerade. Obwohl, irgendwas? Nee. Ja, ich gucke jetzt immer den Boden ab. Wie gesagt, ich habe die Befürchtung, dass man nicht die einzige Patronenhülse. Aber offensichtlich im Moment schon. Weiter. Hier ist jetzt zumindest heller. Das beruhigt mich aber nicht wirklich. Hier könnten wir lang, hier könnten wir lang. Da könnten wir zurück. Und da könnten wir rein. Das ist die Tür, die man im Ladebildschirm sieht. Wir können auch die Laterne anschauen. Das sieht mir hier wie ein Lagerplatz aus. Ah, hier geht's. Ja, geht's hier zurück oder geht's auf der anderen Seite zurück? Hier geht's zurück, okay. Also, dass man da reingehen kann, beruhigt mich nicht im geringsten. Endlich, das war das Camp der patagonischen Expedition. Okay, also hier drin sind die normalerweise. Wenn sie noch leben. Wie gesagt, die eine Patronenhülse verspricht nicht Gutes. Ihr merkt schon, ich muss hier wieder ein bisschen reinkommen. Gehen wir mal hier lang. Ich will mir erst alles anschauen, bevor wir in das Haus gehen. Was in den Fässern. Da scheint nichts drin zu sein. Hier sind auf jeden Fall abgeschlagene Bäume. Die Funde haben wir übrigens noch. Das kann ich hier kurz zeigen. Also die Funde sind nicht verschwunden. Wir haben die 4 Funde noch aus der Pension. Ich weiß jetzt übrigens nicht genau. Ich weiß jetzt übrigens nicht genau, wo die patagonischen Wälder sind, weil vorher waren wir in Argentinien, in Buenos Aires. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Weg wir zurückgelegt haben. Aber vielleicht weiß es ja jemand von euch in den Kommentaren. Okay. Sagen als nächstes hier lang. Ich will, wie gesagt, erst draußen komplett mir alles anschauen, bevor ich da reingehe. Hier haben wir was. Auf jeden Fall, das gucken wir uns gleich an.
noch irgendwas hier? Don't think so. Was haben wir denn? Streichhölzer. Eine kleine Schachtel voll mit Streichhölzern. Könnte sehr sinnvoll sein, weil wir haben im Moment noch kein Licht. Der Kessel ist nichts. Das ist auf jeden Fall mal ein Lagerplatz gewesen. Das war mal ein Lagerfeuer hier. Hier hatten wir jetzt, glaube ich, gerade eben die Streichhölzer her. Hier ist aber auch nichts mehr, glaube ich. Hier vorne, das sieht doch noch aus, als wäre hier was. Achso. Na, die Orientierung. Hier könnten wir reingucken. Ich habe echt Schiss, dass uns da noch was angreift. Ehrlich gesagt. Diese rituellen Artefakte gehören Kalem, einem eingeborenen Freund meines Onkels. Ich bin froh, dass er uns besucht. Rituelle Dinge. Gefällt mir nicht an einem Ort wie hier. Wir können aber nichts damit machen. Da können wir auch nichts machen, also hier sind nur rituelle Dinge. Kalem ist natürlich auch ein interessanter Name, wie ich finde. Jetzt können wir nur wieder zurückgehen. Oder hier weiter. Ich hätte sehr gerne eine Waffe. Ich meine, wir hatten auch keine Waffe im... Jetzt sind wir hier vorne. Wir hatten auch keine Waffe in der Pension, aber in der Pension war halt auch keiner. Bis auf der Petrov. Da könnten wir scheinbar zurückgehen. Das glaube ich nicht. Ich will doch nicht in den Wald gehen ohne irgendeine Waffe. Das ist doch nicht clever, lieber Thomas. Also ich glaube, es geht nur hier lang. Oder hier. Aber da kamen wir gerade her. Ja gut, dann gucke ich mir doch erst das Haus an. Ich würde halt gerne diese Laterne mitnehmen. Ich würde mir gerne das dunkle Haus erst angucken von vorher. Nee, wollte ich gar nicht. Also, was ist die Möglichkeit? Wir könnten hier zurückgehen, wir könnten hier lang gehen oder wir könnten ins Haus gehen. Wir wissen halt, dass das hier das Hauptlager der Expedition ist. Ach, Mann. Ich würde gerne hier rein, aber ich habe Schiss, dass wir dann sterben. Ja, ich gehe doch erst vor. Ich weiß schon, die Entschlossenheit pur heute. Zumindest bei diesem Spiel. Okay. Das da vorne sieht wie ein Steg aus. Ja, das scheint mir sehr deutlich ein Steg zu sein. Ist hier irgendwas? Wir hören auch einen Fluss oder ein Gewässer zumindest. Es scheint nichts zu sein. Ist hier vielleicht ein Boot? Das nicht im Boot? I'm not sure. Und hohe Berge offensichtlich. Auch das Wetter ist gerade bestens. Es scheint sonst nichts zu... Okay. Gehen wir wieder zurück fürs Erste. Und dann betreten wir jetzt mal das Haus. Also die Hütte, besser gesagt. I can barely see. I need to find a way to light up the shelter. Wir müssen einen Weg finden, den Unterschlupf zu beleuchten. Wir können kaum was sehen. Wir haben doch Streichhölzer. Das sieht hier nach draußen. Ja. Also auf jeden Fall, das Knarzen ist schon mal vertrauenserweckend. Mit den Streichhölzern können wir doch bestimmt was machen. Hier könnten wir was nehmen. Hier könnten wir was nehmen. Hier könnten wir was anschauen. Mir gefallen die Töne hier nicht. Okay, probieren wir mal mit den Streichhölzern was zu machen.
nichts zum Anzünden hier. Aber da war es was zum Anzünden. Eine Laterne. Okay, mehrere Laternen. Dann haben wir schon mal Licht. Das ist schon mal ein Anfang. Oh oh. Hallo, Blutfleck. Das ist definitiv ein Blutfleck. Und zwar kein kleiner. Die Töne hier sind auch wieder very interesting. Also, wir haben schon mal Licht. Hier können wir rausgehen. Ein Funkgerät. Eine Frau. Ich ignoriere sie erstmal. Ich will mich erstmal hier umsehen. Aber das Gute daran ist, es lebt noch jemand. Ja, ich höre dir gleich zu. Es lebt noch jemand, aber mit dem Blut hier sieht das alles so vertrauenserweckend aus. So, was haben wir hier? Hier ist das Funkgerät. Hier ist ein Bild. Diese Karte zeigt den Plan der Expedition. Die besuchten Orte sind markiert. Ebenso die archäologischen Funde und die nächsten zu erkundenden Gebiete. Ah ja, das ist also die Karte hier. Relativ weitläufig. Hello. Hello? Anybody there? Die wirkt ein bisschen panisch, die gute Dame, aber wie gesagt, ich ignoriere sie erstmal. Ich will erstmal hier alles andere mir angucken. Was ist das hier? Das sieht wie ein Traumfänger aus für mich. Können wir nichts mitmachen, ehrlich? Dr. Laura Garmendia hier. Can anybody hear me? Eine Doktorin. Die ist bestimmt von der Expedition. Wie gesagt, das Blut ist hier halt total toll. Also im Moment können wir hier sonst nichts tun. Also langsam nervt sie ein bisschen hier im Quatsche. Was haben wir hier? Was zur Hölle ist hier passiert? Es sieht aus wie die Anzeichen einer Art Ritual. Mein Onkel war daran interessiert, was über Rituale von Kalem zu lernen. Aber es ist so seltsam, sie hier zu finden, im Unterschlupf. Oh, ihr habt doch hoffentlich nichts beschworen, oder, Freunde? Das könnt ihr mir doch nicht ernsthaft erzählen. Ja, ich gehe wieder hierhin zurück. Was haben wir hier? Bücher. Mineralogie, Mineralogia, Biologia, also Mineralogie und Biologie. Und hier ist, würde ich übersetzen mit amerikanischer Archäologie, also Geschichte wahrscheinlich, oder Manual ist ja Anleitung. Dr. Laura Garmendia hier. Can anybody hear me? Was haben wir hier noch? Edgar Allan Poe. Ah, das ist ja kein unbekannter Schriftsteller. The Work of Edgar Allan Poe. Is there anybody there? A Journey hear me? To the Center Earth. Also eine Reise zum Erdkern oder zum Erdmittelpunkt. Also Bücher von Edgar Allan Poe hier. Sonst nichts Spannendes. Dr. Laura Garmendia, calling base. Do you copy me? Calling Base. Also sie ruft allgemein die Zentrale. Hier haben wir gerade was gefunden. Hier auch. Okay, zwei Sachen gefunden. Und noch irgendwas hier? Da ist noch was. Hello? Anybody there? Das ist noch ein Buch, aber hier kann ich jetzt gerade nichts lesen. In one of our long talks, Calum told me about an old ritual at which the Negin Kulin, spirits who own the animals, offer protection during the difficult time of the human journey of the spirits, through which it is possible to achieve a common goal, to conquer knowledge in its four forms, creativity, imagination, intuition, and understanding. Four elements will be melted in the ritual vessel by the hit of the flame. Under the seals of the air, liberation, flight, and agility to get over obstacles and oppressions. And the earth, robustness, symbol of protection and shelter against external threats. Oh yeah,
Also, hier wird von einem Ritual gesprochen, ein Schutzritual gegen äußere Gefahren. Mit den vier Elementen, die zu einem werden. Hello? Hello? Anybody there? Kreis des Schutzes. Ja, ich lese jetzt nicht alles, er hat es ja gerade eben auf Englisch vorgelesen. Ich hoffe, ihr könnt das gut lesen, weil ich tue mich teilweise schwer. Akash Root. Red Fruit of Ambul. An element that represents the guardian spirits of the animal that will offer protection during the journey. Hallucinogenic mushrooms. I tried a few times, just out of mere curiosity, without clear results. But I do remember that night. My old friend was reluctant to tell me what it did to provide protection, and he avoided some of my questions. Also, hier sind ein paar Zutaten, die man für dieses Ritual braucht. Früchte von Ambul, halluzinogene Pilze, ein Element aus dem Schutz, das den Schutzgeist des Tieres darstellt, das während einer Reise Schutz bietet. Und Wurzeln. Das sind wahrscheinlich Unterlagen von Ineko. Er hat mal aus Neugier das Ritual versucht, aber nicht geschafft. Und ich glaube, der Kalom, der Freund, fand das nicht so gut. Ich, wie gesagt, ich tue mir teilweise schwer mit Lesen, ein bisschen leider. Okay, das ist bestimmt wichtig. Was haben wir denn bekommen hier? Atem des Bergesstein, einer von Kaloms Ritualsteinen, den Wind darstellend. Okay, also wir haben schon einen Stein für ein Element. Und hier haben wir einen zweiten Stein. An der Dunkelheit. Das stellt die Nacht dar. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir sehr bald dieses Ritual brauchen werden? Oh, nerv mich. Okay, das haben wir jetzt gelesen. Wir haben aber noch kein neues Ziel gehabt. Hier haben wir auch alles. Ich denke, wir haben hier alles. Dr. Laura Garmendia, calling base. Do you copy me? Wieso können wir nicht eine Laterne mitnehmen? Weil ich würde gerne in den anderen in die unbeleuchtete Hütte. Und zwar bevor ich mit dir rede. Eigentlich. Aber wir sind offensichtlich nicht alleine hier, wenn man so ein Schutzding braucht. Wahrscheinlich war das hier auch zum Schutz. Hello? Anybody there? Und, wie erwartet, stimmt mich das nicht fröhlich. Also, was zum Angucken. Thomas, I do not have much time. Something went wrong on the expedition. I was beaten, and when I woke up, I was alone in the middle of the forest, with no understanding of what had happened. Can anybody hear me? Something is stalking me in the forest. It is chasing me. I know that sounds crazy. At first, I thought I was hallucinating, but I was able to react in time and escape. This abhorrent creature emerged. Oh my god, this cannot be real. I need to help the others. They may be in worse circumstances. I need to leave, to flee. You need to find Kalem. He will know what to do. The abhorrent creature has followed my trail to the shelter. I've exhausted all my cartridges in vain. Bullets seem to have no effect. I was able to drive it away, at least for a while, thanks to the ancient ritual of protection. But I know he's still hanging around here. I can feel it. Get away from here. You must leave as soon as possible. Sorry, I can't tell you everything that happened. Time is running out, and I must help the rest of the expedition. They may be in dire circumstances. I have to leave. Take care. You must protect a valuable object found in one of the expeditions in the area. Its structure, material, and inscriptions differ from any other known culture. Dr. Garmendia and I personally believe that it could belong to an archaic civilization. Possibly the ancients. Das ist ein Brief von den Eneko.
Also, eine Kreatur ist hier. Und das Schlimme ist, eine Kreatur, die kugelresistent ist. Er hat alle Kugeln verschossen. Wahrscheinlich war die eine, die wir gefunden haben, nicht die einzige. Aber das hat der Kreatur gar nichts gemacht. Er hat sich aufgemacht zu den anderen Expeditionsteilnehmern. Die sind wahrscheinlich alle tot, so wie es hier aussieht. Und er gibt uns auch den Rat, dass wir fliehen sollen. Und halt, hier spricht er auch nochmal von dem Ritual, was zumindest das Gute ist, dieses Ritual scheint Wirkung zu haben. Bezüglich der Kreatur. Neues Ziel. Ich habe nur die Sorge, diese Kreatur ist gar nicht so weit weg. In seinem Brief erwähnt Eneko ein wertvolles Objekt und er erwartet, dass ich es finde und es beschütze. Ich muss dies so bald wie möglich machen. Ja, ein Objekt, wo er gesagt hat, ich mache kurz auf Pause, weil mich nervt dauernd die Doktorin. Ja, ein Objekt, von dem er gemeint hat, dass es keiner Kultur zugeordnet werden kann und dass es möglicherweise von den Alten ist. War eine super Idee, hierher zu gehen, wirklich. Die beste Idee der Welt. Okay, wir schauen uns hier den Nebenraum schnell an. Ob hier noch irgendwas ist. Ich würde halt gern die anderen Kugeln finden, weil die eine Kugel war bestimmt nicht alles. Er hat ja gesagt, er... Hier haben wir auch noch was gefunden. Er hat ja gesagt, er hat alle Kugeln verwendet. Was haben wir hier? Eine Art Medaillon, sehr altem Aussehen, aber ich kenne die Symbole auf der Oberfläche nicht. Total toll. Und was das da ist, will ich gar nicht wissen. Sonst scheint hier nichts zu sein. Können wir was machen? Was haben wir denn jetzt bekommen? Das hatten wir schon. Rituelles Artefakt, das besteht aus Zweigen, Knochen und Tierhaar. Möglicherweise eine von Kalems Handarbeit. Ja, ich habe Kalem gesagt, aber Kalem heißt er. Wir müssen auch gleich aufhören, aber... Die Hütte will ich mir noch gerne fertig anschauen und dann sprechen wir mal mit der Doktorin. Dieses eine Objekt wurde während der letzten Expedition im Gebiet gefunden. Es ist auffällig, dass die Symbole denen ähneln, die ich in Buenos Aires in Scopellis Zimmer fand. Was für ein Zufall. Das wundert mich nicht. Absolut nicht. Und scheint aber auch hier nichts zu sein. Die nervt mit ihrem Dauernden Wiederholen gerade ein bisschen. Die lenkt mich gerade ein bisschen ab. Oh je. Okay, wir machen hier Töne. Das scheint, glaube ich, ein Kamin zu sein. Kein Holz im Ofen. Ah ja. Dann brauchen wir hier wohl Holz. Wir haben aber im Moment keins. Ich meine, mit Streichhölzer könnten wir das entzünden, aber... Wir müssen dann bestimmt irgendwas warm machen. Vielleicht für Feuer. In ganzen Elementen. Im Moment lasse ich den mal in Ruhe. Dr. Laura Garmendia hier. Can anybody hear me? Die nervt wirklich gerade mit ihren dauernden Wiederholungen. So, mal schauen, was hier ist. Ich will hier echt so schnell wie möglich weg. Hier haben wir gerade was gefunden, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein Kessel. Aborigine-Vase. Diese rituelle Vase gehört Kale, meinem alten Freund meines Onkels, von einem nahen Stamm. Das ist ein Fund? Zufällig? Nee, weil hier haben wir ja zwei Funde, das wissen wir. Wieso können wir keine Laterne mitnehmen? Ja, zumindest hören wir sie jetzt gerade nicht, das ist gerade ein bisschen... Das finde ich gerade ganz gut, da könnten wir noch hingehen. Was wollen wir denn mit einer Vase und wieso Aborigine? Ich meine, Aborigine sind Australien. Soweit ich weiß... Könnte natürlich sein, dass es da auch mehrere Stämme gibt, da bin ich mir jetzt gerade nicht im Klaren. Okay, das schauen wir uns hier vorne noch an. Was ist hier? Da haben wir was gefunden. Ansonsten scheint hier nichts Wichtiges drin zu sein. Was haben wir hier gefunden? Eine Laterne. Hey, ich habe mich dauernd gefragt, warum wir keine Laterne mitnehmen können. Eine Laterne der Expedition. Sie funktioniert perfekt. Warum auch immer nicht so eine am Boden mitnimmt. Das frage ich mich schon. Naja.
Okay, da war sonst nichts drin, ne? Ich schaue nur noch mal. Nee. Aber hier in der Kiste ist auch... Ja, wir müssen jetzt gleich aufhören. Ich weiß schon. Scheint nichts drin zu sein. Okay. Dann werden wir jetzt hier speichern. Beziehungsweise ich werde wieder nach der Folge speichern. Beim nächsten Mal werden wir schauen, was die Doktorin uns erzählen kann am Funkgerät. Und dann müssen wir halt die Zutaten fürs Ritual ganz schnell zusammensuchen. Und dieses Artefakt, was der Neko im Brief erwähnt, weil ich wette, die Kreatur ist noch hier. Also er hat gesagt, dass die Kreatur ihn verfolgt. Aber ich wette, die ist noch hier. Und ich will nicht der Nächste sein, der hier stirbt. Weil ich meine, hier sind Blutspritzer an der Wand und so. Ich wette, hier sind Leute gestorben. Auch der Brief von Eneko war ja mit Blut bedeckt zumindest. Nicht übersät, aber teilweise bedeckt. Und dieses Ritual, also die Briefe oder Manuskripte, die er wegen dem Ritual hatte, waren ja jetzt auch und sahen jetzt auch nicht so gut aus. Naja, wir werden es beim nächsten Part herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen Folgen auch wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.